Hallo und herzlich willkommen zu Bugfables, dem objektiv besseren Paper Mario als Paper Mario selbst. Oh, und das funktioniert schon wieder nicht. Und schon gibt's Probleme, sehr schön. So muss das. Oh Gott, das fängt ja schon mal sehr gut an. Bugfables ist super, ich liebe dieses Spiel. Was ich aber dazu sagen muss, ich zeige es am besten gleich mal, sonst wird die Frage auskommen. Es gibt in diesem Spiel nicht die Möglichkeit, es auf Deutsch zu stellen. Ich werde also parallel einfach mit übersetzen. Das wird halbwegs hinkommen, hoffentlich. Eigentlich ist mein Englisch gut genug dafür, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich habe alles verstanden in dem Spiel. Ob es das andere dann werden mit meinem Übersetzen, weiß ich nicht. Ansonsten, das kann alles so bleiben. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Wir machen New Game. Und ich bin... Ich bin Jan, dafür kann ich auch nichts. Beschwert euch bei meinen Eltern. Wie komme ich jetzt noch da? So möchte ich starten. Ah, das Land of Bugaria. Ich nenne es Bugaria. Das ist natürlich eine Anspielung auf das Wort Bug. Bugaria. Ich nenne es Bugaria. Ein friedliches, von Leben sprießendes Land, an dem sich Abenteurer sammeln. Aber es war nicht immer so. Gelockt von dem Versprechen von Reichtum und blühenden Feldern, besuchte eine junge Königin die Felder vor vielen Jahren. Zusammen mit ihren Tochtern und anderen Ameisenangestellten, Dienern, gründete sie Bagerias erstes Dorf. Ihre People waren glücklich und das Ameisenkönigreich blühte. Und jetzt, trotzdem wurde der Traum der Königin noch nicht erfüllt. Sie hat von antiken Zivilisationen gehört, die einen Schatz von unglaublichem Wert bewacht haben. Es war nichts Geringeres als der Everlasting Sapling, der ewig sprießende Keim. Eine Pflanze, welche dafür sorgen würde, dass man ewige Jugend hat und Stärke und so. Sie suchte und ließ suchen, aber sie hat es nie gefunden. Sie hat ihren Traum an die Prinzessin weitergegeben, bevor sie in einen tiefen Schlaf gefallen ist. Das klappt ja schon mal sehr gut mit dem Übersetzen. Gewollt herauszufinden, was ihre Mutter gemacht hat, hat ihre Tochter, die neue Königin, alle Menschen vereint unter dieser neuen Aufgabe. Sie öffneten die Türen zu allen anderen Königreichen und machten sich auf die Suche nach guten Abenteurern. Ihre Aussage war laut und klar: Findet den ewig sprießenden Keim und ihr sollt von Reichtum überschüttet werden wie kein anderer Käfer jemals zuvor. Dadurch wurde die Explorer Association, was ist denn Association nochmal, die Abenteurer-Gilde nennen wir sie jetzt einfach mal. Ich glaube, hier sind aus Pokémon Mystery Dungeon heißen die, glaube ich, eigentlich so. Die Abenteurer-Gilde wurde dadurch gegründet. Und ihre ganzen Mitglieder haben nach Hinweisen und nach Schätzen gesucht. Selbst wenn der Keim bis heute nicht gefunden wurde, träumt doch immer noch jeder Käfer davor, in eines Tages für ihn selbst beanspruchen zu können. Oder zumindest sind das die Geschichten, die man mir in meinem Land erzählt hat. Trotz sehr vieler unglücklicher Zwischenfälle
Trotzdem wurde mein Abenteurergeist nicht gestoppt. Sei dir sicher, Kapu, das sind nicht nur das sind nicht nur Legenden, das ist die wahre Geschichte. Diese Abenteurergilde, alle die Abenteurer, die ihr Leben und ihre Flügel dafür riskiert haben, sind der Beweis dafür. Wenn das so ist, Herr Maki, würden Sie mein vorheriges Angebot nochmal überdenken wollen? Kapu, ich respektiere deine Geduld. Ach genau, aber ich kümmere mich um Missionen einer höheren Stufe. In einer Ein untrainierter Kämpfer würde nicht in mein Team passen. Unerfahren, Maki. Ich bin der beste. Ich bin der beste Kämpfer des Nordens. Oder so. Wird schon passen. Das sagst du zumindest. Deine Weisheit über die Kultur und deine. Pech heißt, ich habe doch nicht Geduld. Dein Wille, die Welt. Was denn? Was? And your passion for exploring as true as my blade's edge. Das ist, glaube ich, so eine englische Redensweise. Du willst halt die Welt erforschen, mein Gott, Kapu. Aber ich würde dich darum bitten, jetzt hier keine Szene zu machen, ja? Was? Kannst du das bitte doch mal sagen? Doch mal? Wie ich schon gesagt habe, wir können nicht erlauben, Kinder Snake Mouth, denn zunächst mal Schlangenmund Berg. Ich weiß gerade nicht, was denn ist. Muss ich nochmal nachgucken. Aber es ist Berg oder Höhle, irgendwie sowas. Ich nenne es erstmal einfach Schlangenmund zu erkunden. Ich bin kein Kind. Das würde ein sehr vernünftiger Erwachsener bestimmt auch so sagen. So viel dazu. Würdest du mitkommen, Kapu? Ich muss dem da mal nachgehen. Wenn du drauf bestehst. Ja, Steuerung A, um mit Leuten zu reden. Wir sind Kapu, ein Nashornkäfer, glaube ich, ist offiziell. Erste, was ich machen will, ist Hallo, mit dir hier reden. Hallo. Würdest du etwas später wiederkommen? Ich muss gerade hier arbeiten. Ich sollte ihn jetzt nicht stören. Okay. Noch soll ich hier nicht hin. Hallo, wer bist du denn? Ich bin Kapu. Sei gegrüßt, Abenteurer. Was willst du? Du solltest Maki nicht warten lassen. Er hat recht. Warum bin ich hier oben? Weil ich hier noch was holen wollte, was ich hier noch nicht krieg, deswegen. Okay, was ist mit euch beiden? Oh, Maki wird für Gerechtigkeit sorgen. Nein, er wird nur wieder eine Szene machen, wie immer. Passiert das hier öfter? Hat Maki nicht nach dir gefragt? Lass ihn lieber nicht warten. Du wirst dafür bezahlen. Du bist mir echt peinlich. Du bist nicht der Kopf seines Fanclubs. Doch bin ich. Ich glaube, ich gehe hier langsam mal. So. Dieses Spiel macht etwas, das Paper Mario sich nicht mal traut. Selbst diese Ameisen, die eigentlich komplett gleich sind, glaube ich, Zwillinge, Brüder oder irgendwie so, wenn ich mich richtig erinnere. Selbst die haben unterschiedliche Halstücher und die kriegen beim fucking Paper Mario immer nur dieselben scheiß Toads, seit jeher. Okay, ich kann hier nicht raus. Okay, dann machen wir das hier nochmal. Ach so. Idli ist der Käfer und Biene ist halt Biene da. Ihr beiden, haltet mal die Schnauze. Was ist denn hier los? Der Typ hat mich ein Kind genannt. Er sagte, ich wäre keine Abenteurerin. Schreien wird die Regeln bestimmt nicht helfen, du Kind. Halt die Schnauze! Es geht mir nicht um mein Alter, es geht mir um meinen Skill. Ich bin die beste Abenteurerin
From. Was ist Hive? Bienenstock. Bienenstock. Die beste Abenteurerin des Bienenstocks, die du jemals gesehen hast. Ich bin nicht einfach nur irgendeine Biene. Eine Abenteurerbiene. Ja, Probleme damit? So willst du damit sagen, Bienen könnten keine Abenteurer sein? Wir können uns nur mit Honig und mit Farbe aus. Das habe ich nicht gesagt, aber. Jetzt seid doch mal bitte beide still. Diese Gilde ist kein Ort für derartige Keilereien. Pass auf, ich kann nicht einfach die Erlaubnis an irgendeine Biene geben. Noch weniger an eine ohne Partnerteam. Man stresst mich ohne Partnerteam. Also, noch weniger an eine ohne Partnerteam. Noch weniger ohne Partner. Teams sollten mindestens zwei Abenteurer sein. Verstehst du? Was? Ich bin wert mindestens wie vier Dien, verstanden? Ich mag sie übrigens. Hey, wie? Was? Warum tun wir uns nicht zusammen? Wir brauchen beide eine Erlaubnis. Und wir brauchen auch noch jemand zweiten. Was? Sehe ich derartig, siehst du aus, als hätte ich es derartig nötig? Ich weiß nicht mal, wer du bist. Ich habe ein Versprechen zu halten. Und dafür muss ich etwas erkunden. Wie schlimm soll es schon sein? Immer noch besser als nichts zu tun. Hast recht. Deal. Ihr beide seid doch verrückt. Ihr würdet keine Sekunde auf Schlangenmund überleben. Ich werde es dir doch zeigen, dass du keine Ahnung hast. Wie ist toll, ich mag sie. Nein. Ihr beide seid gerade noch Anfänger, die noch zu stark von ihren Emotionen kontrolliert werden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass, wenn ihr jetzt verschwinden würdet ihr in einem Sack zurückkommen. Sir Maki, ich weiß, dass ihr zwar einen höheren Rang habt, aber ihr solltet mich trotzdem nicht unterschätzen. Ich bin schon, hab schon ein bisschen was hinter mir, um hierher zu kommen. Käfer, die immer auf andere herunterkommen, sind so nervtötend. Wie ihr wollt. Dann werde ich euch testen. Testen? Uns? Wer ist eigentlich der Chef hier? Die Ameisenkönigin selbst. Und sie hat mich zum Ritter geschlagen. As you will, Blade. Weiß jetzt nicht, was die Redensart will. Als Leibwache. Was weiß ich. Irgendwie so. Ich akzeptiere deine Herausforderung. Wie? Mach dich bereit. Pass auf dein eigenes Horn auf! Ich wurde bereit geboren! Oh, die Kämpfe sind so toll! Wie? Unser Kämpfer ist kein Anfänger. Möchtest du nur mal ein paar Tipps durch ihn? Nein, ich habe Paper Mario gespielt. Ich kann eh alles besser als du, keine Sorge! Okay, dann vertraue ich dir. So, Bug-Fables ist das Besondere. Wir haben zwei Charaktere. Wir können ihre Position wechseln. Einmal können wir Fee vorne lassen, dann können wir Kapu vorne lassen. Und wir können auch bestimmen, in welcher Reihenfolge sie angreifen. Das ist jetzt eh noch so ein Testkampf, den kann man nicht verlieren. Ansonsten haben wir normalen Angriff, Items, Spezialangriffe. Das ist auch erst alles, was wir im Moment haben. Später kommt noch mehr. Ich habe es sehr häufig so, dass ich Kapu vorne lasse und Fee hinten. Aber das kann man natürlich machen, wie man möchte, noch jederzeit. Aber trotzdem darf jeder nur einmal angreifen. Und dann sind die Angriffe hier auch immer, es ist eigentlich selbsterklärend und man kennt sie alle eigentlich aus Paper Mario. Hier zum Beispiel nach unten drücken und dann in dem entscheidenden Moment loslassen. Macht dann drei Schaden. Wie zum Beispiel nach dem Standardangriff, muss man den grünen Bereich treffen, macht dann mehr Schaden. Siehst du? Was stellst du dich so an? Werd nicht unvorsichtig, wie. Nachdem unsere Runde geendet hat, ist der Gegner dran. Warum ist eigentlich nicht immer meine Runde? Ich weiß, und ich muss einfach nur im richtigen Moment A drücken. Das Tolle ist, man kann das jetzt nicht versauen wegen der Textbox. Ich tue jetzt nur ganz kurz, trotzdem kann es dadurch nicht versauen.
Ja, und wenn man es halt richtig timet, weniger Schaden. Und mit perfekten. Also je besser man es timet, desto weniger Schaden bekommt man. Was zur Hölle? Versuchst du uns umzubringen oder irgendwas? Wenn du nicht so viel aushältst, solltest du einfach aufgeben. Geh nach Hause und bewach deinen Honig oder spiel mit deinen dummen Spielzeugen. Spielzeuge? Warte, jetzt bin ich böse! Wir sollten es ihm heimzahlen. Zehnfach. Ja, los, lass uns unsere Spezialangriffe benutzen. Wähl sie über die gelbe Blume aus. Die verbrauchen allerdings unsere TP, unsere Teamwork-Punkte, Points. Also sollten wir aufpassen, dass wir sie nicht so häufig machen. Und aufpassen, dass wir genügend übrig haben. Wir könnten uns auch unsere Wunden heilen, indem wir Items über die blaue Blume auswählen. Ja, das habe ich gerade so schon erklärt. Items brauchen wir nicht, das ist ein Testkampf. So, ich lasse jetzt mal... Je weiter vorne ein Charakter auch steht, desto mehr Schaden macht er auch. Also, Kapu hat jetzt, glaube ich, 3 gemacht zuletzt, als er vorne war. Wenn jetzt sie vorne ist, macht sie jetzt 3 Schaden. Sie hat natürlich weniger Leben. Und je weiter vorne man ist, desto häufiger wird man auch angegriffen. Haben wir eigentlich schon Skills? Taunt, ja gut, Taunt bringt mir jetzt nichts. Da würde jetzt sicher nur Kapu angegriffen werden. Deswegen machen wir erstmal weiter. Damit. Ja, und jetzt ist sein Angriff auch schwächer. Der war vorher auch 3. Aber sehr schön. Perfekt geblockt. So, dann... Nee, warte, wer soll denn wieder für vorne stehen? Und machen jetzt mal hier den Tornado-Toss. Das ist... Gab auch einen Angriff in Paper Mario. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie er heißt. Das ist einfach... Ah! Wie ich nur einen getroffen habe! Oh! Das ist ja traurig, ey. Okay, du hast nur Taunt, Taunt bringt mir halt nichts. Das ist ja fast schon Fremdschau. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Na, gibst du schon auf, Weich, ey? Ah, solch Talente mit einem Schwert. Ihr habt bestanden. Was? Ihr habt euch gut genug geschlagen. Ich konnte euren Willen sehen. Ich konnte euren Willen, die Welt zu entdecken, durch eure Angriffe sehen. Ich werde nicht derjenige sein, der euch davor abhält, eure Erlaubnis zu bekommen. Eure Abenteurerlaubnis zu bekommen. Eatle? Ich habe keine Ahnung, wie man aussprechen soll. Weil es spielt auf Beetle an. Ja, ist mir auch klar, aber Eatle, wenn ich jetzt einfach mal. Gib sie ihnen. Wenn du das sagst. I get no say. Achso, ich habe hier also nicht mitzusprechen. Hä? Aber Maki ist die Wache der Königin. Hier, ihr könnt das haben. Yay! Yay, ich hab's geschafft! Schlangenmund, ich komme! Es wird mir alles mir gehört! All die Schätze, all der Ruhm! Yippie! Der Schlangenberg liegt rechts vor... im Westen. Im Westen des Hauptquartiers. Ein einfacher Weg, dennoch gibt es viele Gefahren auf ihm. Es gibt dennoch jede Menge Schätze, die dort gefunden werden können. Schätze? Maki! Oh Gott, jetzt muss ich sie auch hochsprechen. Ich wusste nicht, wer das wer es war. Wirklich, Bruder? How long? Wie lange willst du mich denn noch warten lassen? Ja, sie hat dieselbe Stimme wie. Ich habe nur eine weibliche Stimme. Es tut mir leid, Kina. Wie, Kapu? Ich muss nun gehen. Wie ihr sehen könnt, rufen mich meine Pflichten. Ich wünsche euch viel Erfolg in eurer Mission. Was für ein eigenartiger Haufen. Er hat irgendwie am Ende jetzt doch selbst eine ganze Szene gemacht. Diese Kampfkraft, wie viele Jahre er wohl trainiert hat. So, ich bin wie, glaube ich. Vom Bienenstock. Na, des großen Baums. Ich bin Kabu. Ich bin erst vor wenigen Monaten. Also, ich bin gestern erst vom Norden hergekommen. Cool! Ja. Sir Maki sagte, Schlangenmund wäre im Westen, richtig? Wir sollten losgehen. Richtig, ja. Lass uns gleich dahin. Ich bin direkt hinter dir. Hey, ihr zwei. Was gibt's denn?
Ihr wisst schon, was das Ziel am Schlangenberg, in der Schlangenberg-Expedition ist, richtig? Ich meine es ungefähr noch zu wissen. Ich sage einfach mal, nein. Was? Achso. Ist gar nicht wie. Was? Ihr wolltet da einfach hingehen, ohne irgendwas zu wissen? Ihr werdet erledigt. Idli, just say it. Also, sag's doch einfach, worum es geht. Das kommt davon, manchmal will man es einfach nur Englisch vorlesen. Euer Ziel ist es, das antike Artefakt, das laut Legende. Euer Ziel ist es, das antike Artefakt zu finden, das laut Legende im Schlangenmundberg ruhen soll. Zu finden. Habe ich zu finden schon gesagt? Ja. Viele haben es schon versucht, aber niemand hat es bis jetzt gefunden. Die meisten kamen nicht zurück. Ich weiß gar nicht, wofür die Königin es braucht, aber sie ist sehr verbissen darauf, es zu finden. Wir werden es schon finden, keine Sorge. Ich bin schon dran. Das ist etwas, was ich befürchtet habe. Ey, das ist, was mir Sorgen macht. Kapitel 1. Ein dysfunktionales Trio. Das Spiel kann nicht mal bis 3 zählen. Wir sind mit 2. Schlechte Party hier bei Pressing. Ja, das brauchen wir alles nicht. So, darf ich jetzt mit dir mal reden? Hallo. Ah, endlich erledigt. Also manchmal hat man einfach zu viel Arbeit. Okay, und wer bist du nochmal? Okay, und wer bist du nochmal genau? Entschuldige mich. Ich bin Artis und ich sorge dafür, dass hier alles seine Ordnung hat. Oh, danke für all die harte Arbeit. Ja, danke. So, ihr zwei habt euch also Maki gestellt. Ich glaube, das fandet ihr. Es sah so aus, als findet ihr das immer noch ziemlich leicht. Genau. Ihr seht so aus, als seid ihr einer guten Challenge gewachsen. Hier, gib einen Moment. Nimm das bitte. Du hast eine Medaille. Ja, das erkläre ich gleich. Das lese ich jetzt nicht vor. Ja. Was ist das? Eine Medaille? Sagen wir mal, macht die Sachen für euch etwas interessanter. Je größer die Gefahr, desto größer die Belohnung, nicht wahr? Wenn ihr einen Bossgegner damit besiegt, kommt zurück und besucht mich nochmal. Yay, ich werde nicht zu Gratis-Stuff Nein sagen. Danke für dein Vertrauen in uns, Artis. Vielen Glück noch ansonsten in deinem Leben. Schönes Restleben noch und so. Bleibt sicher, Abenteurer, und kommt immer mal wieder vorbei. So, was ist das jetzt? Medaillen kennt man aus Paper Mario, kann man alle ausrüsten? Das ist die Hardmode-Medaille, mit der werden wir auch spielen, weil die macht die Bosse interessanter. Und die kostet auch keine Medaillenpunkte. Genau, gibt uns. Genau, macht den Gegner stärker, gibt uns mehr EP, muss ich weniger farmen dann damit. Und Hauptunterschied sind wirklich nur Bosse, aber die sind wirklich knackig dann damit. Und das gefällt mir. Ansonsten halt genau wie bei Paper Mario, das Prinzip. Es ist jetzt doof, mit einer zu zeigen, die noch nichts an Punkten macht. Gute Show. Ich meine, nicht viele Leute schaffen es, gegen Maki anzukommen. Warum? Danke dir. Ich gehe davon aus, du hast es auch schon geschafft. Jeder, der es in diese Assoziation, in diese, in diesen, was habe ich gesagt, Club, in die Gilde geschafft hat, kann das von sich behaupten. Wow, jeder ist hier so stark. Oder sie haben einfach nur fähige Partner gefunden, die sie da durchgebracht haben. Versuchst du uns gerade damit etwas zu sagen? Ich mag die Konversation immer. Überhaupt nicht. Also, wenn du darin eine Beleidigung siehst, dann muss das an dir liegen. Das zeigt nur, wie unsicher du bist. Was ist eigentlich dein Problem? Willst du dich auch kämpfen? Willst du dich auch kämpfen? Lern mal Deutsch, Jan.
genug wie. Wir haben gerade erst unsere Erlaubnis bekommen. Wir sollten uns nicht wieder für Probleme sorgen. Viel Glück, ihr beiden. Ihr werdet es brauchen. Ich mag ihn. Er ist ein sympathischer Haufen Scheiße. Ach genau, wie es hier aussieht. Wie es hier umklappt. Das ist so richtig schön Paper Mario. Die Musik ist Paper Mario. Nervig. Ich kann meinen Bumerang hier werfen. Hui. Und mit Karu kann ich den hier machen.